Moin, moin, liebe Leute. So, heute mal was ganz anderes. Schon ein Grundstück, aber in Dubrava und sehr küstennah. Sind zwei Grundstücke, die ungefähr so zwischen 700 und 740 Quadratmeter groß sind. Kosten 300 bzw. 350 Euro pro Quadrat. In der Zone unten am Meer ist es teurer, sehr viel teurer, teilweise noch viel, viel teurer. Je nachdem in Tivat und Kotte und so nahezu unbezahlbar, wenn überhaupt noch ein Fleckchen gefunden wird. Das hier ist sozusagen der untere Speckgürtel direkt am Meer. Es gibt da vereinzelte Grundstücke, wie gesagt nicht groß, aber gibt es. Genau, wer also Lust hat, sehr nah am Wasser zu bauen und zu wohnen oder zu vermieten, ist hier herzlich willkommen. Man kann hier zu Fuß runter, also innerhalb von einer Minute direkt ans Wasser. Wasser gibt es hier nicht, muss eine Zisterne gebaut werden und also ein Bassin und geliefert werden. Strom ist hier und ein paar Nachbarn. Sicherlich noch mehr werdend. Die Straße liegt hier oben direkt dran. Das hier oben ist die Magistrale, also die Hauptverkehrsstraße, die hier an der Küste entlang geht. Und dann geht hier eine kleine Straße runter. Und da sind die Grundstücke. Ich zeige es euch von der anderen Seite. So, das ist diese kleine Straße, die hier runter geht. Und hier ist das eine Grundstück. Das geht hier ganz runter. Also nicht ganz bis nach unten ans Meer, aber recht weit runter. Bis zu dieser Häuserreihe hier quasi. Und dann gibt es die Häuserreihe und dann ist Wasser. Und das andere Grundstück liegt hier hinten. Ich fliege nochmal mit der Drohne. Ich versuche das nochmal mit der Drohne einzufangen, wenn man das dann besser sehen kann. Hier seht ihr mal, wie die anderen das gelöst haben mit der Treppe nach unten. Na, zum Haus. So könnte man es machen. Hier wird nebenan mehr. Ein kleines Hotel gebaut von Russen. Die Russen bauen einfach sehr, sehr viele nach wie vor hier immer noch in Montenegro. So, mehr. Entschuldigt bitte das schnelle Schwenken. Da unten ist Dubrava und Veliki Piesak. Im Prinzip gehört das hier mehr oder weniger noch dazu. Genau. Da die Grundstücke und der Meerblick. Ja, ist halt Meer pur, ne? Und da ihr oberhalb der anderen Häuser sitzt, also hier sitzt ihr halt, wenn ihr bis hier baut sozusagen, habt ihr ja niemanden direkt vor euch. Also ihr sitzt höher als die anderen, ihr habt dementsprechend den freien Meerblick. Dieses Grundstück hier geht eben runter bis zu der Häuserreihe. Also habt ihr da keinen, der euch den Blick verbaut. Weil die Häuser sind ja schon gebaut da unten und sind deutlich kleiner. Na? Amen. Vielleicht ist das ja was für wen.